Wollen wir anfangen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Gut. Wo kommen Sie her? Ich wusste nicht, dass Sie ein Interview mit mir führen wollen. Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir hier in der Leitung die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris ist auch da. Hallo. Moin. Hat einige Hühnchen zu rupfen. Nein. Hörer-Bashing angesagt. Nein. Meine Wenigkeit, der Erik, und wir haben ein paar Filme mitgebracht. Ich glaube, heute wird es ein bisschen kontrovers. Also bei dem einen Film weiß ich schon, weil da haben wir ja abgestimmt in der Facebook-Gruppe Metropolsneak. Da weiß ich, dass wir ein bisschen unterschiedliche Auffassungen hatten. Bei dem anderen lasse ich mich mal überraschen, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen auseinandergehen. Und mal schauen, was uns noch so einfällt. Jawohl. Die Sneak Preview. Da hatten wir in der Sneak Preview hatten wir den Film Drei Tage in Quiberon. Ein Schwarz-Weiß-Film, produziert aus deutschen Landen, was schon zu einigen Stöhnen geführt hat, als da so die Titel erschienen sind. Und in diesem Film geht es darum, dass Romy Schneider in einer Zeit, in der sie quasi, also Romy Schneider kennen wir hauptsächlich aus den Sissi-Filmen und damit wird sie ja häufig assoziiert, aber dass sie dann danach auch gerne diese Rolle ablegen wollte und nicht mehr die Sissi sein wollte, die alle in ihr gesehen haben, hat dazu geführt, dass sie nach Frankreich, nicht direkt ausgewandert, aber sie hat längere Zeit in Frankreich gelebt, weil dort hat sie auch die Presse viel besser angenommen und sie hat dort in sehr vielen sehr guten Filmen auch mitgespielt, von denen ich auch, glaube fast alle gesehen habe. Und die französische Presse hat sie auch eher so als Diva gesehen und nicht ihre Skandale oder dass sie jetzt was anderes macht als vorher. Und sie ist eines Tages mal in so einer, was ist das, eine Entzugsklinik oder sowas ähnliches, ne? Chris, was ist das für eine Sanne? Das ist so eine Entzugsklinik, ja. Okay, Entzugsklinik in der Bretagne, schön am Meer gelegen. Und um diese drei Tage in dieser Entzugsklinik geht es halt. Am Anfang wird sie besucht von ihrer alten Jugendfreundin, die sie schon seit Kindertagen irgendwie kennt. Und was so gefühlt die so ziemlich die einzige ist, die sie jetzt nicht irgendwie ja nur so ausnutzt, den Ruhm oder sowas, sondern sich wirklich ernsthaft um sie kümmert. Und Romy Schneider hat in der Zeit, in diesen drei Tagen auch ein Interview vereinbart. Zum einen hat sie einen Fotografen eingeladen, den sie sehr gut kennt, schon seit längerer Zeit, von dem sie zumindest glaubt, dass er ehrlich mit ihr umgeht. Und der kommt aber im Schlepptau mit einem Sternenredakteur, Sternenjournalisten, der mit ihr ein Interview führen will. Und der stellt schon ziemlich hinterrückse Fragen, ziemlich suggestive Fragen, und sie mit ihrer doch leichten Naivität tappt sie da so in die eine oder andere Falle rein, und es führt auch noch dazu, dass sie, obwohl sie in der Zugslinie ist, dann auch Alkohol zu fassen bekommt, und das macht alles eigentlich nur noch schlimmer. Das heißt, sie gibt viel zu viel von sich preis, dem Typen von der Presse, und das Ganze entgleitet dann so Stück für Stück, und wir sehen auch die Zerbrechlichkeit, denn sie hat immer mal so Telefonate mit ihrem Sohn und ihre Kinder. Es droht nämlich, dass ihre Kinder ihr weggenommen werden, eben weil sie so instabil ist und weil sie sich kaum um sie kümmern kann. Und wie sie in der Filmwelt quasi in diesem Hamsterrad gefangen ist, halt immer wieder einen Film drehen zu müssen und mit der Presse reden zu müssen, obwohl die Presse sie zerfleischt und alles sowas. Das wird dort dargestellt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nee. Nee, ich bin das zweite Mal jetzt eingeschlafen. Ja, ich glaube, dir hat der Film nicht so gefallen, ne? Nee, also muss ganz ehrlich dazu sagen auch. Muss man vornherein sagen, ich glaube, dass er wirklich künstlerisch durchaus wertvoll ist. Er ist sehr, vom Stil her bestimmt, sehr, sehr schön für Leute, die auf solche Art von Film stehen.
Mich hat er leider Gottes von Beginn an irgendwie überhaupt nicht gecatcht. Also der hat mich zu keiner Sekunde irgendwie wirklich bekommen, durch die Geschichte nicht, durch die Art, wie es gefilmt wurde. Das war überhaupt nicht meins. Ganz ehrlich, ich bin aber dann auch keiner, der dann dranhockt und den Film irgendwie anfängt schlecht zu machen für die anderen. Ich habe auch gemerkt, zum Beispiel Erik gefällt der Film, der hat leuchtende Augen bekommen. Ja, ich habe während dem Film ab und zu mal nach links und rechts geschaut, damit ich wieder mal die Notausgangsschilder sehe, damit ich nicht vergesse, wie die grüne Farbe aussieht und solche Sachen. Wie gesagt, mich hat der Film überhaupt nicht abgeholt. Und das ist das Problem dann gewesen. Wenn ich glaube, ein Film nicht catcht und dann geht er über 2 Stunden in Schwarz-Weiß und es ist so, ja, wie gesagt, künstlerisch bestimmt sehr anspruchsvoll und sehr wertvoll, nur eben nicht für mich. Ich bin ja dann doch eher einfacher gestrickt und gehe zum Fußball auch mal, deswegen ja, was soll ich sagen? Ich gehe auch zum Fußball. Ja, du bist auch einfacher gestrickt, was das angeht. Ich glaube, das ist einfach ein Film, ja, wenn der dich irgendwie interessiert oder die Handlung selbst, dann erwischt er dich und wenn nicht, dann halt nicht, sieht man auch in den Bewertungen. Also es gibt wenige, denen der Film richtig gut gefallen hat bei unserer Abstimmung und es gibt viele, die den wirklich ganz, ganz schlecht bewertet haben. Jetzt ist natürlich so ein Film, der in Schwarz-Weiß daherkommt in der heutigen Zeit und dann quasi so ein Kammerspiel bietet, was jetzt nicht so das Riesendrama hat, sondern ja eher so sich in den leisen Tönen versucht. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr polarisierend. Also da, ja, also es gefällt einem entweder oder es gefällt einem eben nicht, ne? Aber genau. Mir hat es halt gefallen, weil ich auch, ja, das war halt auch durch meine Mutter mit, die hat sehr viel auch diese Filme geschaut, hauptsächlich die Romy Schneider in Frankreich gedreht hat damals. Und da habe ich dann schon, als ich kleiner war, dann solche Sachen wie geschaut, wie Nur ein Hauch von Glück oder Das wilde Schaf oder sowas. Und ja, diese Filme, die sie da wirklich in Frankreich gedreht hat, die sind wirklich ganz, ganz toll. Und meine Mutter, die konnte auch nie was mit diesen Sissy-Filmen anfangen. Da bin ich ihr auch ganz dankbar dafür. Es gibt ja da manche, die gucken die hoch und runter und so. Und ich kann die auch nicht ertragen, da, wenn das so, wenn das irgendwie kommt. Und deswegen, ich konnte es sehr gut nachvollziehen, was sie so gesagt hat, auch über die Presse. Und man bekommt da einen ganz guten Einblick in diese Filmwelt und Zusammenarbeit mit der Presse und wie das so funktioniert und wie da auch teilweise die Leute dran zerbrechen können. Ich meine, man kann das auch ja übertragen jetzt auf andere, wenn du so Fußball angesprochen hast. Es gab jetzt gerade aktuell so ein Interview mit Per Mertesacker, wo er halt auch mal gesagt, ja, wie stark ihn dieser ganze Rummel, der da betrieben wird, dann auch erwischt hat. Und in der neuen Ausgabe von den Rocket Beans Bundesliga hat auch der Ralf Gunesch, der ja bei Ingolstadt hat gespielt und bei St. Pauli, der hat auch gesagt, er hat noch nie drüber geredet, aber jetzt als Per Mertesacker das im Interview gesagt hat, dann konnte er es auch sagen, also selbst da in der zweiten Liga, wo er aktiv war, er brauchte auch immer irgendwas gegen Magenverstimmung, konnte irgendwie Stunden vorm Spiel nichts essen und so, weil sonst wäre das wieder rausgekommen. Also dieser Druck, der da von außen entsteht, der ist wirklich enorm. Und gerade hier, ich fand es auch schön gefilmt am Anfang. Ich habe dann halt auch so ein bisschen drauf geachtet, am Anfang wird uns Romy Schneider wirklich so ein bisschen, ja, so leicht weich gezeichnet, würde ich fast sagen. Also die Beleuchtung ist auch so, dass sie wirklich sehr, sehr toll aussieht. Und je mehr sie sich dann auch öffnet in den Interviews und man ihre Zerbrechlichkeit sieht, umso mehr sieht man auch Details von ihrem Gesicht, was halt auch schon einiges erlebt hat. Und ja, ich fand es ziemlich gut. Es waren natürlich viele Szenen drin, wo man dachte, ach nee, was macht sie jetzt? Aber wenn das halt so war, ja. Toller Film. Ja, und genau das ist es, wie du es gerade schon gesagt hast. Genau das ist der Punkt, wo ich dann sage, weil du halt mit der Romy Schneider auch schon mehr anfangen konntest. Ich konnte schon mit Sissi nichts groß anfangen. Ja, damit kann ich auch nichts anfangen. Ja. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie, also diese 3 Tage Kiwi, wusste ich nicht, dass sie das gemacht hat. Ich wusste nicht, dass es das Interview gibt, aber hat mich halt echt interessiert dann. Ja, ja, mich halt gar nicht. Ja, das muss man dann halt auch, ja, das muss dann halt auch so, ist halt so. Ja, das erträgt man aber dann auch mal. Den, es gehört halt auch mal dazu zu sneaken. Ist halt mal nicht so toll für einen. Den Sternschauspieler, den fand ich auch extrem gut, wie er auch so die Interviews gemacht hat und die Fragen, die wirklich sowas,
teilweise von daneben waren die Fragen, er hat das aber mit einer Sicherheit dargestellt, ihr gegenüber wirklich völlig respektlos da teilweise. Und sie hat auch noch drauf geantwortet, also ja, also ich wüsste auch, also Marie Bäumer, die ja Romy Schneider spielt, ganz großartig fand ich auch schon. Also so die Art und Weise, den ganzen Habitus von Romy Schneider hat sie wirklich gut auch rübergebracht. Kein Wunder, dass der Film auf der Berlinale einige Auszeichnungen erfahren hat. Dadurch, dass der jetzt dieses Jahr startet im Kino, der hat ja einen Kinostart jetzt 2018, könnte es sein, dass wir den vielleicht nächstes Jahr zu den ausländischen Oscars wiedersehen, als bester ausländischer Film eventuell. Würde ich sogar fast tippen, dass das der deutsche Beitrag sein wird. Wenn nicht noch was Besseres kommt. Das ganze Jahr liegt ja noch vor uns. Aber solche Biopics, die gehen immer gut. Im Oscar. Ja, also mir hat er ziemlich gut gefallen. Ich habe, glaube ich, 8 Punkte gegeben. Stehe ich auch noch dazu. Hat mich dazu gebracht, tatsächlich, dass ich mal geguckt habe, was ich so an DVDs habe mit Romy Schneider Filmen, um da mal wieder einen Blick reinzuwerfen. Habe irgendwie keine mehr, habe ich festgestellt. weil ich habe ja mal, als wir hierher gezogen sind, habe ich wirklich einen Großteil meiner DVD-Sammlung einfach mal als Paket irgendwie bei eBay verkauft, habe ich einfach irgendwie so zwei Regalreihen genommen und alle fotografiert und weg. Und da war das wahrscheinlich, war da was mit dabei. Aber ja, auf den diversen Streaming-Diensten habe ich auch nicht so wahnsinnig viel gefunden, aber vielleicht kommt da mal noch ein bisschen was, mal schauen. Ja, Chris, was hattest du punktemäßig? Ich habe ihm 3 Punkte gegeben. Ja, das scheint ja doch sehr zu polarisieren, der Film. Ja, ist ja, wie gesagt, es gibt ganz arg viele, die 0 Punkte gegeben haben auch. Das finde ich ein bisschen hart, weil klar, man kann nicht vielleicht echt nicht damit anfangen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Marie Bäumler, da fand ich auch cool. Also hat es gut geschauspielert und alles. Und trotzdem hat mich halt einfach nicht abgeholt. Aber ihn dann völlig zerreißen, eigentlich auch nicht. Also ich erkenne die schauspielerische und künstlerische Leistung an. Und ich habe direkt Lust bekommen, mal nach Quiberon zu fahren. Das ist zwar wirklich JBD. In die Klinik, ja. Nein, nicht in die Klinik, obwohl das ist ja ein Sofitel. Also Sofitel, die sind ja ziemlich gute Hotels. Ja, das werden die wahrscheinlich da so mit angedockt haben. Aber nee, so die Gegend da, das sah doch ganz nett aus. Aber es ist halt Bretagne, ist halt echt weit weg da von dem, wo ich sonst immer so bin. Jetzt hat man schon, fällt mir gerade auf, den zweiten Film mit Frankreich Bezug in der Sneak. Mal gucken, wie es weitergeht. Französische Wochen, du weißt ja. Wie sieht's denn aus, Herr Sneakmaster, mit den Tipps für die nächste Woche? Tipps für die nächste Woche, also für den nächsten Sneak-Film. Wir haben ja das Schöne, dass wir diesmal 2 Filme haben. Und der Tipp für Sneak A lautet Doch verliebt. Also nicht Fragezeichen, sondern einfach nur Doch verliebt. Und für Sneak B Eingebildet? Das kann ja wieder alles sein, ne? Ja, natürlich. Alles und nichts. Ja, Kate, hat denn schon außer mir jemand irgendwas getippt? Du kannst auch meine gerne mit vorlesen, ne? Ja, ich fange mal mit den A-Tipps an. Die Kathi hat getippt, Filmstars Don't Lie in Liverpool. Und du hast noch getippt für die A-Sneak Midnight Sun, alles für dich. In der B-Sneak hat die Kathi getippt Unsane und du hast 2 Tipps abgegeben, The King mit Elvis durch Amerika und Incident in a Ghostland. Den Incident in a Ghostland habe ich deswegen getippt, weil das die Kollegen von den Leinwandperlen gerade in der Sneak hatten, jetzt vor ein paar Tagen. Deswegen, ich habe keine Ahnung, worum es in dem Film geht, aber wenn der Film sneakt und von dem habe ich noch nie was gehört vorher, könnte das ja fast sein. No. Und warum jetzt Filmstars Don't Die in Liverpool, warum das doch verliebt sein soll? Weil, ich habe das vorhin durchgelesen, so. Da geht es irgendwie um, warte mal, wie war denn das nochmal? Ein Pärchen, was sich verliebt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es durchgelesen, habe es schon wieder vergessen. Es klang auf jeden Fall sehr langweilig. Es war eine Drama-Biografie. Ja, ich weiß nicht. Es klang sehr langweilig, es tut mir leid.
Ich will auch jetzt nicht unbedingt jemand abraten, in die Sneak zu gehen, aber alle Filme, die ich hier getippt habe, sind auch nicht gerade so die Riesenbringer, wenn ich das so. Ich habe schon bei meinen eigenen Tipps überlegt, in welchen Film würde ich denn gerne gehen? Und da habe ich gedacht, na, eigentlich könnte man auch mal zu Hause bleiben. Also wenn von meinen eigenen Tipps. Aber meine Hoffnung ist immer noch, dass vielleicht irgendein anderer überraschender Film kommt, den wir nicht getippt haben. Ja, das wäre so die Hoffnung. Ja, wir gehen weiter in den Bereich Heimkino. Heimkino. Wann kommt da eigentlich das Geräusch von einer Filmrolle bei dem Jingle? Habe ich mir gerade überlegt, bei Heimkino. Ist wahrscheinlich noch aus älteren Zeiten, als man zu Hause noch richtig mit Rollen geguckt hat. Kate, wir haben beide den gleichen Film gesehen. Was nicht schwierig war, weil über ein weltweites Netzwerk dieser Film zu uns gelangt ist. Ja. Nämlich auf Netflix Annihilation bzw. Auslöschung. Möchtest du den gerne mal vorstellen? Ich habe so das Gefühl, du willst ihn nicht vorstellen. Ich kann ihn schon vorstellen. Weil du vorhin gemeint hast, wir werden wahrscheinlich gespaltener Meinung sein. Das wird sich zeigen. Ich hab jetzt Sorge. Bin jetzt erstmal gespannt, wie du den zusammenfasst. Also. Hauptdarstellerin Natalie Portman ist Biologin, glaube ich. Ja. Und ihr Mann ist Soldat und muss auf einen Einsatz, über den er aber wie immer nichts sagen darf. Er ist schon so eine Spezialeinheit oder was weiß ich. Und muss auch relativ zeitig wieder abreisen. Also er weiß zwar, dass er wieder los muss, kriegt dann aber die Info, dass er früher wieder los muss. Und geht halt auf seine Mission und lässt aber nichts mehr von sich hören. Er ist dann quasi verschwunden. Sie versucht ihn zu finden, also versucht seine Einheit da zu kontaktieren, beziehungsweise halt irgendwelche Höhergestellten von ihm, um irgendwie eine Info zu bekommen, wo er ist. Aber sie kriegt halt keinerlei Infos, weil alles streng geheim ist und so. Und er verschwindet. Ist ein Jahr lang nicht aufzufinden. Und sie findet sich schon so ein bisschen nach und nach so ein bisschen damit ab und muss dann plötzlich feststellen, dass er plötzlich in der Tür steht. Aber irgendwie ist er nicht er selbst. Und sie will ihn dann ins Krankenhaus fahren und wird dabei von großen schwarzen SUVs abgefangen und wird auf eine Militärbasis gebracht mit ihm zusammen, wo dann ein bisschen rauskommt, was denn da passiert ist. Und zwar gab es einen Vorfall vor 3 Jahren, wo irgendwas abgestürzt ist oder so. Und seitdem breitet sich ein sogenannter Schimmer aus. Und jeder, der in diesen Schimmer reingeht, kam bisher nicht zurück. Bis auf der eine, und dem geht es nicht besonders gut, der ist krank oder so. Und eben, um rauszufinden, was da passiert und rauszufinden, wie man das stoppen kann, weil es kommt halt immer näher und immer näher auch auf den Schützpunkt zu und irgendwann muss man dem halt mal Einhalt gebieten und rausfinden, was da drin los ist. Beschließen diesmal nicht Soldaten reinzugehen, sondern ein Trupp aus Wissenschaftlerinnen, darunter eine, keine Ahnung, Genetikerin, also lauter Frauen und eben auch Natalie Portman, die schließt sich denen nämlich an und dann gehen die da rein. Und dann passiert da drin ganz viel komische Sachen. Und ich höre an dieser Stelle auf zu erzählen. Weil dann passieren richtig abgefahrene Sachen und auf die muss man aufpassen. Also man muss bei dem Film, finde ich, sehr, sehr aufmerksam sein, damit man von Anfang an kleine Details mitbekommt, auf die aber später im Film nicht exakt eingegangen wird. Und das, finde ich, macht den Film sehr spannend. Ich fand ihn ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, wie der Erik ihn fand, aber ich fand ihn sehr gut, weil es war mal ein bisschen was anderes. Es war gruselig ein bisschen, also so ein bisschen Sci-Fi-Horror wohl. Ich fand ihn spannend, ich fand ihn teilweise nicht immer logisch, aber mein Gott, das ist halt bei so einem komischen Film halt so. Aber wie gesagt, was mir halt gut gefallen hat, dass da so kleine Details waren, auf die nicht näher eingegangen wurde, die aber einem auffallen hätten könnten, wenn man genau hingeguckt hat. Und das hat mir großen Spaß gemacht, den Film anzugucken. Ich bleibe auch erstmal
spoilerfrei. Ich habe danach noch was Kleines, was mir dann später aufgefallen ist, wo dann für mich alles einen Sinn ergeben hat. Das möchte ich gerne teilen. Ja, ich auch. Ich fand das auch extrem cool gemacht, wie die, also musst schon ein bisschen was mehr über diese Welt erzählen, also was hinter diesem Schimmer. Ja, aber das, ich habe halt Angst, dass ich zu viel erzähle. Naja, nee, dann sagen wir, also hinter diesem Schimmer verbirgt sich halt so eine Welt, die irgendwie doch wie unsere ist, so eine Art dschungelartige Welt, aber mit ganz kuriosen Pflanzen und Tieren auch. Und die Einheit, die dort reingeht, findet natürlich auch die ehemaligen Stützpunkte von den vorhergehenden Expeditionen, die dort reingegangen sind. So, viel mehr wollte ich jetzt auch nicht erzählen. Was mich halt, ich habe halt relativ schnell so Parallelen zu Arrival zum Beispiel festgestellt. Ja. Wo ja auch quasi irgendwas Komisches da ist und man muss halt gucken, was ist das? Und man nimmt halt einen Linguisten und irgendwas und geht da mal hin, ne? So ungefähr. Ja. Aber es geht halt sehr schnell in eine ganz andere Richtung. Und in diesem Schimmer wird halt so eine ganz, ganz interessante Stimmung erzeugt beim Zuschauer, zumindest ging es mir so. Das war alles sehr, sehr friedlich, aber es war so eine absolut bedrohliche Grundstimmung. Das heißt, man war eigentlich die ganze Zeit unter Strom. Das sah zwar alles ganz nett aus und so. Und ja, mit den bunten Pflanzen und diesen, ich weiß, was du meinst. Man hat gedacht, oh, das kann doch nicht, da muss doch irgendwas. Und die sind ja immer weiter rein und immer tiefer und immer näher. Die wollten ja zu dem Ursprung von diesem Schimmer. Zu diesem Epizentrum. Was man übrigens ganz am Anfang im Vorspann hat man gesehen, wie dieser Komet da einschlägt. Ja, genau. Oder was ist. Ja. Aber ansonsten, der Oscar Isaac spielt ja noch diese Hauptrolle von ihrem Mann. Ja. Keine direkte Hauptrolle. Ja. Hauptrolle sind ja unsere Female Ghostbusters, die da reingehen. was sah wirklich fast so aus. Ich habe einen Screenshot gemacht. Screenshot gemacht. Jetzt Achtung, alle Zuhörer, ne? Adventskalender-Rätsel, ne? Mehr sage ich jetzt nicht. Und da ist halt Oscar Isaac wieder auf einmal aus dem Mund blutet da in das Glas rein und irgendwie sich ganz komisch verhält, hat er auch sowas von Body Snatchers oder so. Und ja, das war schon gruselig. Und da saugt einen der Film halt so Stück für Stück rein und das wird halt dann immer verwirrender und immer man weiß gar nicht mehr, wo man dran ist, aber es sieht halt alles irgendwie so ganz toll aus und dann, manche wollen jetzt halt machen wir, glaube ich, Spoiler-Talk. Nee, manche wollen halt dann zurückgehen. Die sagen, wir gehen nicht weiter aus dem und dem Grund. Und manche sagen, nee, wir gehen weiter, weil zum Ziel unserer Mission ist es näher, als jetzt, wenn wir zurückgehen. Und ja, jetzt lass es uns durchziehen. Und kommt dann ein bisschen Unruhe ins Team. Und ja. Ja, wollen wir mal einen Spoiler-Talk machen? Dann hänge ich hier mal. Jetzt muss ich mal mein Ding hier suchen vom Spoiler. Achtung, Spoilerwarnung. Bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen möchtet. Na, Chris muss sich vielleicht auch, muss uns auch stumm schalten, falls er den Film noch gucken will. Willst du den Film noch gucken, Chris? Ich bin nebenher schon eingeschlafen, alles gut. Willst du es noch gucken? Na, dann kann man es auch erzählen. Also zum einen, ich hatte ja mal Physik-Leistungskurs, ne? Und da gab es hier in der Physik irgendwie mit bestimmte Teilchen, die sich gegenseitig auslöschen, also obwohl auslöschen, der deutsche Titel trifft es nicht exakt, dieses Annihilate, das ist eigentlich eher was, wenn sich zwei gegenseitige Teilchen eher so aufheben und dann quasi im Nichts verschwinden und deswegen ich glaube, das meint der Film eher damit, was man ja dann auch in der letzten Szene sieht oder in den letzten Szenen, wo dann plötzlich dieses gegenteilige Wesen erscheint, was sie genauso imitiert und ja. Aber wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass sich Natalie Portman verändert? Das war irgendwie alles sehr seltsam. Irgendwie hat sich alles gefühlt verändert. Ja, aber der Witz ist, der Film startet ja quasi mehr oder weniger mit diesem Interview, wo sie in diesem Shirt auf dem Stuhl sitzt und der Typ im Anzug ihr Fragen stellt. Und wenn du da hinguckst und mal, also wenn du sie in dem Interview nimmst, und ein Bild von ihrem Start von der Mission daneben stellst. Also ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe oder ob das Absicht ist, aber von den Gesichtszügen sieht sie anders aus. Zudem hat sie auf dem linken Unterarm ein Tattoo, was sie vorher nicht hatte. Ah, okay. Und zwar dieses Unendlichkeits-Schlangensymbol auf dem linken Unterarm, was ihre Mitreisende
auf dem Unterarm hatte. Und das ist dieses ein bisschen diese Erklärung aus dem Film, dass sich da die ganzen Stränge kreuzen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So wie die eine zu der Pflanze wurde und der andere irgendwie, weiß nicht, die haben das doch so irgendwie erklärt, was da passiert. dass die DNA sich gegenseitig verändern und dass jeder sich gegenseitig verändert. Und bei der Natalie Portman habe ich das Gefühl gehabt, dass sich ihre Gesichtszüge verändert haben. Ihr ganzes Auftreten hat sich verändert im Laufe des Films. Und sie hat halt, wie gesagt, von ihren Mitkumpanen das Tattoo gehabt plötzlich, das sie am Anfang nicht hatte. Und sie nimmt ja die Blutprobe sogar von dem linken Unterarm. Hm. Und da merkt man, dass da schon was Dunkles durchschimmert. Ja. Und das ist das Coole. Du musst es sehen. Du musst die Sachen sehen. Es wird nicht erklärt. Da wird nicht direkt drauf hingewiesen, guck mal, die hat jetzt ein Tattoo, was er vorher nicht hatte. Der Regisseur, der Alex Garland, der hat ja vorher Ex Machina gemacht. Ne? Mhm. Das war ja auch so ein ziemlich schwer durchschaubares Ding. So. Mhm. Und ja, aber was halt auch komisch war, dass sie dann plötzlich als Biologin so mit einem, ja, mit übelsten Maschinengewehr da reingeht und so. Ja, aber sie ist ja auch Ex-Soldatin gewesen. Ja. Aber wie sie dann so rumgefeitet hat, das war schon seltsam zu sehen. Ja, aber ja, Natalie Portman halt, das hat mal was eine ganz andere Rolle von ihr. Aber insgesamt, ich kann verstehen, warum sie den Film nicht im Kino gelauncht haben, weil das wäre genau so ein Film wie, was weiß ich, 3 Tage in Quiberon oder sowas. Da gibt es halt manche, die finden den ziemlich gut. Und da gibt es halt manche, die können überhaupt nichts damit anfangen. Und das zeigt sich auch bei Moviepilot zum Beispiel. Also mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Weil ich mag das eher, wenn sich so eine Story so auch entwickelt und wenn, wenn so Fragen aufgeworfen werden. Ich meine, gut, ich habe mich auch durch Lost damals durchgekämpft. Ne? Da wurden ja auch mehr Fragen gestellt als beantwortet. Und so. Ja, aber Lost hat sich ja eigentlich gut erklärt. Ja, auch nicht so wirklich, wenn man da... Ja, das sagen viele. Liest, ja. Mir hat es trotzdem gefallen, weil, ich meine, es ist ja nicht dafür da, dass jetzt nun alles erklärt wird, sondern es ist auch gut, wenn ein bisschen was offen bleibt und deswegen, ich fand ihn ziemlich gut, auch gut gedreht. Was mir halt auch gefallen hat, war diese Erklärung, warum sie quasi diesen Schimmer überlebt hat. Warum hat sie den überlebt? Sie sagt es ja selber, sie war die Einzige, die wieder rauskommen wollte. Ach so. Alle anderen hatten sich damit abgefunden, da drin zu sterben. Ah, okay. Wie alle vor ihnen. Die sind ja quasi alle auf ein Selbstmordkommando gegangen. Und nur deswegen hatte diese Welt vielleicht auch so einen extremen Einfluss auf sie. Und ihr Mann hat das nicht als Selbstmordkommando gesehen? Naja, ihr Mann wollte ja zurückkommen. Er wollte ja eigentlich zu seiner Frau zurückkommen. Deswegen ist er ja bis zum Leuchtturm gekommen. Ja. Und dann ging es halt nicht weiter. Dann ist er assimiliert worden. Also, ja, so würde ich das verstehen. Also ich würde es so rausnehmen. Sie ist da rausgekommen, sie konnte das Ganze aufhalten, weil sie da raus wollte. Deswegen hat die Welt sie nicht so gekriegt wie die anderen. Weiß nicht, also so habe ich es verstanden. Auf jeden Fall ziemlich krasser Film. Ich kann zum einen verstehen, warum sie den nicht ins Kino gebracht haben, weil der doch etwas sperrig ist. Ich kann aber nicht verstehen, warum sie nicht ins Kino gebracht haben, weil der einfach ins Kino gehört, der Film. Ich habe den hier bei mir im Arbeitszimmer geguckt, auf dem 32 Zoll, und der war einfach zu klein dafür, glaube ich. Hätte ich oben gucken müssen, im Wohnzimmer auf dem Großen. Ich habe natürlich den Film und so weiter, habe ich alles. Für die ganzen Effekte und für die, ja, wie es halt aussieht und so, das hätte ich mir schon auf der großen Leinwand gern gewünscht. Den Film zeige ich. Also ich feiere den sehr. Ich werde ihn mir wahrscheinlich auch vielleicht sogar nachher nochmal angucken. Mhm. Weil ich fand den wirklich gut. Also bin mal gespannt, kann ich was. Achso, jetzt gehen wir wieder mal zurück. Warte mal, ich mache hier so ein Ding dabei. Ja. So. Jetzt sind wir wieder da. Also, vielleicht können wir zusammenfassen. Wir fanden den doch beide sehr gut. Hätte ich nicht erwartet. Hast du gedacht, ich finde ihn schlecht? Hätte ja sein können. Ich stehe auf so Filme. Ja, na dann ist ja gut. Also, ich fand ihn gut. Ich würde aber, glaube ich, weiß nicht, jetzt so wahnsinnig demnächst nochmal wieder gucken, glaube ich nicht. Audi Kate, die würde ihn gerne nochmal wieder gucken, wenn ich es richtig gehört habe. Ja. Ist ja auf Netflix dann auch möglich. Kann man ja da ohne Probleme gucken. Das Ganze basiert ja auf einem Buch und das Buch ist irgendwie eine Trilogie.
Und vielleicht kommt da ja sogar noch mehr. Also man weiß es nicht. Die haben natürlich jetzt ein bisschen Geld dadurch verbrannt, dass sie den nicht ins Kino gebracht haben. Aber vielleicht sagt ja Netflix, hey, das war jetzt ein ziemlicher Erfolg, bei uns zumindest. Dann ja, lass es uns auf Netflix einfach fortsetzen, die Reihe. Wer weiß. Hm. Aber ich habe auch wiederum gehört, dass sich der Regisseur Alex Garland nicht sehr an das Buch gehalten haben soll. Er hat es quasi mehr aus der Erinnerung gedreht, wie er das Buch in Erinnerung hatte. Und da gibt es wohl viele Buchfans, die gesagt haben, das ist ja völlig daneben hier. Das hat mit dem Buch relativ wenig zu tun. Ach, wer weiß. Ja, also für die, die es mal nachlesen wollen, der Schriftsteller heißt Jeff van der Meer. Und das Buch heißt auch Annihilation. Im Deutschen heißt es auch Auslöschung, genau wie der Film. Ist der erste Teil der sogenannten Southern Reach Trilogie. Und dazu gehört dann noch der zweite Band Authority. Der deutsche Titel ist Autorität. Und der dritte Teil Acceptance. Deutsch Akzeptanz. Jawohl. Also, das erklärt jetzt auch wieder einiges. Wer da mal ein bisschen weiterlesen möchte, was da noch so passiert vielleicht. Ob sich die Blase noch ausdehnt und mehr passiert. Wir werden sehen, oder was da mit Natalie Portman-Figur dann noch weiter geschieht. Chris, haben wir dir Lust gemacht, das anzugucken? Total. Echt? Jetzt, gut, wo ich weiß, was alles passiert, total. Na gut. Ich habe noch einen Film geguckt. Wir müssen noch Punkte geben. Achso, Punkte. Na, ich habe. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Sag du mal deine Punkte inzwischen. 9 von 10. Ich gucke mal kurz bei Letterboxd, was ich da gebe. 9 von 10. Nee, so viel habe ich nicht, glaube ich. Bei Letterboxd habe ich 4 von 5 Sternchen. Das entspricht 8 von 10, wenn ich recht umrechne. Ansonsten wird mich der Mathelehrer meines Vertrauens schon darauf hinweisen. ich habe noch einen Film, den habe ich jetzt schon zum dritten Mal oder so geguckt, weiß nicht, oder vierte oder fünfte Mal. Ich habe ihn einmal damals geguckt, als der einen Golden Globe gewonnen hat, tatsächlich in der Rubrik Beste Komödie oder Musical, nämlich der Film Lachsfischen im Jemen. Der kam gestern auf ZDF Neo und meine Frau kannte den noch nicht. Und deswegen, weil gestern wirklich gar nichts im Fernsehen kam, was irgendwie halbwegs interessant war, ja, haben wir den geguckt. Und sie war sehr begeistert davon und ich habe nochmal mitgeguckt, bin auch wieder sehr, sehr begeistert. Ewan McGregor und Emily Blunt, ganz toll. Eine lustige Geschichte über einen Scheich, der im Jemen Lachse ansiedeln möchte und da so einen Staudamm baut, um da ein Gewässer zu erschaffen, was irgendwie ein bisschen fließt, damit die Lachse sich dann bewegen können. Und die ganzen Verwicklungen auch mit England, weil die natürlich dann die Lachse irgendwo aus England kaufen wollen und der Fischereiverband macht da ein bisschen Ärger. Toller Film. Kann ich nur empfehlen. Das in aller Kürze. Kennt ihr den? Nee, ne? Oder? Ist nicht so. Ich kenne ihn, ja klar. Ja, ich kenne fast jeden Emily Blunt-Film. Ah, gut. Okay. Dann gucken wir mal weiter, was so diese Woche anläuft und was in den Charts vertreten ist, um mal zu schauen, was uns dann nächste Woche beschäftigen wird, eventuell. Kinocharts und Neustarts. In den Charts sieht es wie folgt aus. Auf Platz 11 fange ich mal an, ist Death Wish. Platz 10 ist Unsere Erde 2. Mhm. Gab es schon mal eine Erde oder was? Platz 9, 50 Shades of Grey, Befreite Lust. Platz 8 ist mal... Oh, da kann ich übrigens sagen, eine Freundin von mir hat ihn gesehen und sagt, das ist der beste Teil von allen dreien. So. Okay, wobei da nicht so viel dazu gehört, dass er der Beste ist von also... Quasi der Einäugige. Kann ich nicht beurteilen, ich habe keinen davon gesehen. Der Einäugige unter den Blinden. Also ich habe ja bei dem ersten Teil, ich habe es wirklich versucht, aber es geht nicht. Ich kann den nicht gucken, das geht nicht. Das ist so, als würde man, nee, ich vergleiche es jetzt nicht, da gibt es zu viele Fans, kriege ich nur Ärger. Es geht nicht, ich kann den nicht gucken, sorry. Platz 8, Maria Magdalena. Platz 7, Game Night, den ich nochmal empfehlen möchte, obwohl die Kollegen, oder besser gesagt, die March von den Leinwandperlen, die hat ihn sehr verrissen. Ich kann ihn echt empfehlen, der ist lustig. Also wer auf den Humor von Kill the Boss oder sowas steht, ne, so unbedingt mal reingucken. Platz 6, die Biene Maya, die Honigspiele. Da habe ich letzte Woche im Kino lagen solche Poster aus. Habe ich mitgenommen, ein paar, und habe die meinem Sohn mitgegeben in den Kindergarten und da ist er jetzt der Held. Ha,
haben sie gleich. Achso, ich dachte, er wurde verprügelt oder so. Haben sie gleich ein Poster haben sie gleich aufgehängt und die anderen hat er mit an Mädchen verteilt, die er gern hat. Also es hat funktioniert. Oh, der Papa weiß schon, wie es geht. Hat funktioniert, ne? Die Biene Maya, die Honigspiele. Platz 5 ist Tomb Raider. Den wollte ich eigentlich irgendwie mal gucken. Mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe. Mit Alicia. Ich würde ihn auch gern sehen. Kann der jetzt. Ja, würde mich auch interessieren. Ja. Red Sparrow, Platz 4. Interessiert mich auch. Platz 3 habe ich gesehen, die Verlegerin. Platz 2 ist Vielmach Klaas, der neue Schweighöfer-Film. Und Platz 1 immer noch Black Panther. Und ihr beiden Marvel-Fans. Immer noch nicht gesehen, keine Zeit gehabt. Keine Zeit. Immer noch Platz 1. Aber wir haben ja bald Ferien und Urlaub. Vielleicht schaffen wir es da mal reinzugehen. Okay, ich guck mal, parallel, wie es mal in den USA aussieht. Da sind ja manchmal so Filme, die bei uns noch gar nicht. Da ist einer, der ist bei uns noch, ist dort auf Platz 8, The Hurricane heißt. Weiß ich allerdings, mal gucken, worum es da geht. Von Rob Cohen. Ah, da überfallen welche einen eine Gold, wie heißt das, da wo die so Prägeanstalt, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, eine Prägeanstalt hier. Gold. Eine staatliche Prägeanstalt für Goldbarren während eines Hurricanes. Jawohl. Dann Peter Hase ist dort auch schon vertreten auf Platz 5. Bei uns wartet das noch ein bisschen bis Ostern wahrscheinlich. Dann The Strangers, Pray at Night. Da gab es doch schon mal so einen Film, Strangers, oder? Lief da nicht sogar in der Sneak, so ein Gruselfilm? Das ist wahrscheinlich dann der nächste Teil mit Christina Hendricks auch. Der ist in den USA sogar auf Platz 3. Platz 2 ist A Wrinkle in Time. Und Platz 1 auch Black Panther, genau wie bei uns. Und folgende Neustarts haben wir jetzt diese Woche. Ach, da haben wir ja schon Peter Hase. Ich starte diese Woche neu. Animationsfilm nach dem Kinderbuch. Die Geschichte von Peter Hase. Um einen mutigen Hasen und den Kampf um den Gemüsegarten von Mr. McGregor. Da habe ich im Fernsehen so ein Feature gesehen von den Synchronsprechern. Da haben sie in Deutschland auch ganz nette gewonnen, falls bloß nicht mehr ein. Midnight Sun läuft noch an mit Patrick Schwarzenegger. Sohn von Arnold, ne? Darf die junge Bella aufgrund einer Krankheit das Haus nicht verlassen, bis sie den schönen Charlie kennenlernt. Ach Gottchen. Irgendjemand hatte den schon gesehen gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendwo hatte ich einen Podcast gehört und verheerende Wertung gegeben. Pacific Rim Uprising, der interessiert mich auch sehr. Fortsetzung des Science-Fiction-Action-Spektakels von Guillermo del Toro über riesige Kampfroboter, die es mit außerirdischen Kaiju aufnehmen. Ja, John Boyega wieder mit dabei, Scott Eastwood und Charlie Day von It's Always Sunny in Philadelphia ist auch wieder mit dabei als verrückter Wissenschaftler. I, Tonya startet, 22.3. Hatten wir schon längst eine Sneak, ist ein alter Hut hier. Die Stieß in Paris, eine Familie auf Abwägen. Den haben wir schon zigmal in die Sneak getippt, kam nicht. Obwohl jetzt französische Wochen, vielleicht wird's da noch. Was haben wir noch? Zwei Herren im Anzug. Eine Familiensaga von Josef Bierbichler, die sich von 1914 bis 1984 erstreckt und eine Geschichte aus drei Generationen einer bayerischen Wirtsfamilie erzählt. Ach Gottchen. Das läuft nicht bei uns, das auch nicht. Ein Horrorfilm noch, Die letzte Party deines Lebens. Über eine Gruppe von Schülern, deren Abschlussparty in Kroatien sich zum mörderischen Spaß entwickelt. Nicht alle werden die Party überleben. Okay, das war's. Klingt ja interessant, der Horrorfilm. Na gut. Das war's dazu. Da haben wir zumindest mal gehört, was alles so anläuft. Mal gucken, was wir davon vielleicht in der Sneak bekommen. Und wir werfen mal einen Blick jetzt in die Rätselecke. Rätselecke. Chris tippt schon fleißig hier, sucht sich neue Rätsel raus. Aber zuerst darf die Kate erstmal die Auflösung machen. Ja, die Auflösung. Ich habe E-Mails bekommen. Juhu. Also es gab wahrscheinlich tatsächlich einen technischen Fehler. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Diesmal sind E-Mails angekommen und zwar gleich 3 Stück. Einmal vom Rainer. Der hat sich aber auf das letzte Rätsel gezogen, hat es nochmal versucht zu verschicken. Und er hatte da tatsächlich auch recht. Es war Rush Hour. Dann hat der Thomas zur aktuellen Folge
geschrieben, meins, glaubt er, was mein Filmrätsel war, Hangover 3. Und beim Erik tippt er auf Matrix. Und der Mirko hat mir auch geschrieben und auch er tippt auf Hangover 3 und auf Matrix. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, stimmt das mit Matrix sogar. Ja, und Hangover 3 war es auch richtig. Okay. Hast du denn was Neues? Jetzt scheint es ja wieder natürlich klappen. Schon an der Highschool waren sie ein Liebespaar, bevor sich ihre Familie ihrem Glück in den Weg stellte. Nach 21 Jahren begegnen sie sich in ihrer alten Heimatstadt wieder und erkennen, dass ihre Gefühle füreinander noch lange nicht erloschen sind. Oh, klingt ja romantisch. Gell? Ein Traum. Ja. Ja. Also, liebe Hörer, wenn ihr jetzt wisst, um welchen Film der letzten Woche es hier geht, der im Fernsehen lief, dann schreibt mal. Ich habe zumindest nichts mit Lachsen gehört und Jemen und so. Sonst hätte ich da einen sicheren Tipp gehabt. Aber ja. Ich habe noch ein Filmzitat aus einem Oscar-Film sogar. Allerdings nicht aus diesem Jahr und auch nicht vorher, glaube ich. Meine Welt ist Feuer und Blut. Früher war ich ein Cop, ein Vollstrecker auf der Suche nach Gerechtigkeit. So, mal sehen, wer das Zitat rausbekommt. Diesmal speichere ich mir das sogar, damit ich nächste Woche noch weiß, was ich hatte. Und ja, dann kommen wir mal zu diesen allgemeinen Themen. Zum einen, wir hatten ja letzte Woche aufgenommen, habe ich ganz vergessen, der Luise zum Geburtstag zu gratulieren. Mensch, die hatte letzte Woche Sonntag, nämlich Geburtstag. Alles Gute nochmal. Happy Birthday. Ja, nachträglich. Ich habe ja auch auf Facebook, hatte ich glaube ich, gratuliert und so. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Viele Grüße in unser Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Alles, alles Gute. Wir hoffen mal auf tolle Filme, die du uns bald vorstellen wirst, die ihr da gesehen habt irgendwie. Sie war ja, man kann ihr ja folgen auf Instagram und so. Mhm. Und sie war nämlich in Disneyland in Paris. Ja. Und hat da alles Mögliche gesehen. Und ich habe gesehen, die haben jetzt die Star Wars Attraktion wesentlich größer ausgebaut. Ich war ja vor einigen Jahren mal zuletzt da. Und da durften sie noch nicht das Star Wars nennen, weil da hatten sie die Lizenz noch nicht. Hatten aber schon alles Mögliche hingebaut. Also man konnte auch in so einem beweglichen, was, 3D-Kino, irgendwas, also was ich so ja komplett bewegen kann. Die Kanzel konnte man diesen Angriff auf den Todesstern mitfliegen und so. Und da haben sie noch ein paar andere Star Wars-mäßig. Die hießen aber alle anders. Das war ein Typ, der sah aus wie C-3PO, so eine Figur. Hatten sie aber irgendwie einen anderen Namen gegeben und dann hieß es auch nicht Star Wars, da hieß das Star Tours und hatte aber denselben Schriftzug und so. Ja, und in dieses eine Riesengebäude haben sie jetzt offensichtlich auch alles mit Star Wars gebaut. Cool, ich muss da mal wieder hin. Ist ja für euch vielleicht auch nicht uninteressant. Ich meine, man kann ja hier Stuttgart mit dem TGW, wenn man rechtzeitig bucht, für 29 Euro fahren. Ratzi-fatzi, ist man da. Man muss dann Bus, ja, dann draußen Hotel und so. Ja, cool. Dann gucke ich mal in die Kommentare rein, was wir so bekommen haben. Briefkasten. Wir hatten mal eine Rückmeldung bekommen, nach längerer Zeit mal wieder über unser Feedback-Formular. Hat der Lachsack nämlich geschrieben: Hallo liebes Kinocast-Team, ich muss euch unbedingt folgende Netflix-Serie ans Herz legen. Haus des Geldes. Er ist immer auf der Suche nach guten Serien und er ist von seinen Söhnen darauf aufmerksam gemacht worden. Eigentlich ist sonst immer umgekehrt. Die Serie wird euch gefallen. Vorsicht, Suchtpotenzial. Oh, ich habe selber noch nicht reingeguckt. Und muss ich wohl mal. Ja, Haus des Geldes. Ja, ich habe es zumindest nachdem er das geschrieben hat, habe ich mir das mal auf mein Tablet runtergeladen. Kann man ja bei Netflix machen, ne? Mal gucken, ob ich das irgendwie mal schaffe, da mal reinzuschauen, wenigstens mal in die erste Folge oder so, um zu sehen, ob mir das gefällt. Wenn es wirklich Suchtpotenzial hat, gucke ich ja dann weiter. Ja. Und wir haben auch noch ein paar Kommentare bekommen zur letzten Folge. Der Rainer, der sagt, hallo Kate, tut mir leid, dass du keine Mail bekommen hast. An ihm lag es nicht, er hat nämlich was geschickt. Und ich hätte mit der Erwähnung der Giraffe alles schon gesagt. Ja. Ja, das war ja, konnte man ja immer noch einen Film tippen, ne? Der Thomas meinte auch, er hat auch gemailt. Die Steff hatte Red Sparrow gesehen. Schon der Trailer hat sie sehr angesprochen. Sie mag Jennifer Lawrence sehr. Sie hatte eigentlich darauf gehofft, den Mann das Sneak zu sehen.
Sie mag aber eigentlich Spionagegeschichten nicht so gern, weil sie irgendwo den Faden verliert, wer nun für wen spioniert und vor allem, wenn die Seiten öfters gewechselt werden. Aber hier war das ganz gut gemacht. Ich versuche es hier ein bisschen zusammenzufassen. Wer möchte, kann sich dann die komplette mal durchlesen. Aber ja, der Film spielt teilweise in Russland. Die meisten der Hauptpersonen sind Russen, aber wenn die sich unterhalten, sprechen sie Englisch mit russischem Akzent. Und sie fragt sich dann halt gerade, wie das dann wohl in Deutschen sein wird, ob die dann Deutsch sprechen. Warum? Seit wann spricht man mit seiner Mutter nicht in der Muttersprache? Vielleicht habe ich da eine Antwort. Vielleicht können die Schauspieler kein Russisch oder ich sage mal, Russisch ist halt auch etwas schwierig, um da irgendwelche Sätze auswendig zu lernen. Ja, dann machen die es vielleicht so, dass dann einfach mal so mit russischem Akzent gesprochen wird, weißt du. Alles, was sie bei Arthur und Claire, der tatsächlich ein deutscher Film ist, gelobt habe über die Sprache, wurde hier falsch gemacht. Deswegen gibt sie nur 7 von 10 prima Ballerinas. Der Nikolas hat auch noch was geschrieben. Hast du vom Nikolas eine Mail eigentlich bekommen? Vom Nikolas habe ich keine Mail bekommen. Weil er meint, da scheint wirklich was nicht zu stimmen. Auch vor 2 Wochen hat er nämlich schon mitgemacht und da kam nichts. Also vielleicht können ja die, die es hören, mal probieren, einfach mal ein Kate, also mit K-K-A-T-E, obwohl wenn es jemand falsch schreibt, dann kommt es eigentlich bei mir raus. Kate@kinocast.net einfach mal versuchen. Eine Testmail. Test, ja, oder vielleicht gleich mal einen Tipp für das Filmrätsel einfach mal schicken, ja. Und dann überprüfen wir das mal. Und wenn da irgendwie was zurückkommt, dann meldet euch mal bei mir, erik@kinocast.net, dann gucke ich mal, woran es liegt. Zu Tor 3, also nicht zum Tor 3, sondern Tor mit dem Hammer. Für mich ist es der schlechteste MCU-Film überhaupt. Der schlimmste Film des Jahres 2017 und der Grund, warum ich mir Infinity War nicht ansehen werde. Chris beschwert sich über zu alberne Stellen bei Star Wars, findet Tor 3 dann aber gut. Der Film ist eine einzige schlechte Thor-Parodie. Jeder emotionale Moment, jeder potenziell interessante Handlungsstrang, ich hörte schon atmen, Chris, jeder interessante Handlungsstrang wird durch dämlichen, infantilen Humor im Keim erstickt. Was bei den Guardians noch halbwegs funktioniert, ist bei Thor mehr als unpassend und viel zu überdreht. Ich sehe sonst gerne Marvel-Filme, habe die meisten auch auf Blu-ray, aber Thor 3 hat mich fassungslos im Kinosessel zurückgelassen. Oder, Achtung, Spoiler, achso, nee, das will ich mal nicht vorlesen. Ja. Chris, Mensch. Ja. Das ist ja ein Ding. Ich erinnere mich noch an die Filmbesprechung von Tor 3, als wäre es gestern. Ja, als wäre es letztes Wochenende, wo du nicht dabei warst. Ja, genau. Genau. Ich finde es ja schön, dass das hier namentlich erwähnt werde, wenn es schon heißt, so, ja, hier, wie kann ich den gut finden und die Verbindung zu Star Wars. Erstens möchte ich sagen, ich habe das mit Star Wars, nachdem ich ihn im Original gesehen habe, revidiert. Mit den Witzen, da ist einfach für mich viel hängen geblieben bei der Übersetzung damals, das mal das eine. Das andere, was ich dazu eigentlich sagen möchte, ist, ich habe doch gar keinen Senf dazu abgegeben. Kate hat, soweit ich weiß, gesagt, der Chris fand ihn auch gut. Ja, mehr habe ich nicht gesagt. Chris, du warst so stark hier mit der Sendung verbunden, weißt du, so assoziiert. Weißt du, ja, das ist schon okay. Ich möchte dazu sagen, mich haben auch einige Stellen an dem Film gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel die Darstellung von Hulk mit Hulk Smash, das fand ich ein bisschen nervig. Auch, ja, manche Szene hätte ich vielleicht auch so nicht gebraucht. Trotz alledem muss ich sagen, es ist halt, ja, man darf nicht vergessen, dass das Thor auf einen ganz anderen Planeten runterkommt oder hingehauen wird und dass da nicht immer alles so ganz sauber und glatt läuft im Universum, sollte jedem auch klar sein. Das fand ich sehr schön dargestellt auch mal. Dass das die Message mit was Asgard wirklich ist und so, die sollte man nicht unterschlagen, sollte man auch nicht vergessen, was da dahinter steckt, dass das alles zerstört wird, dass da eine ziemlich mächtige Person auch am Werk ist und alles, ja, auch bitte nicht vergessen. Und von den Effekten her war es schlicht cool, war einfach schön. Ich fand die Geschichte trotz alledem irgendwie stimmig. Und sie bietet halt wirklich zu dem Infinity War so einen richtig herrlichen Überschlag rüber. Und es wird halt so vieles in Frage gestellt in dem Film auch und so vieles dargestellt. Und ich fand Tom Hiddleston übrigens hervorragend wieder als Loki. Ich finde den einfach ganz, ganz hervorragend, wirklich. Also den Schauspieler schon finde ich ganz super. Und die Rolle, die passt auch wirklich richtig gut zu ihm. Und deswegen ist es für mich im Gesamtkonstrukt
ein sehr, sehr cooler Film geworden. Für mich von den Thor-Filmen würde ich sogar sagen, der beste von den dreien. Es ist so krass, dass jetzt wieder klingt, jetzt sind wir komplett im Gegenspruch. Und ja, der Humor an mancher Stelle ist ein bisschen flach und dämlich, das ist richtig. Und ja, bei den Guardians hat es im ersten Teil funktioniert. Beim zweiten Teil von den Guardians of the Galaxy, wenn wir uns daran erinnern, war der Humor auch schon ein bisschen abgeflachter. Ist ein schmaler Grat, wieder mal, was einem gefällt und was nicht und ab wo es dann in die falsche Richtung vielleicht abdriftet. Ist bei Thor auch passiert, tat allerdings dem Gesamtwerk oder dem Gesamtfilm in meinen Augen keinen Abbruch. So. Ja, was das Thema angeht hier, von wegen hier, das, wer versteht nicht, dass, oder wie das den Leuten gefallen kann. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, das ist momentan der erfolgreichste Thor-Film. Also alle anderen hatten weitaus weniger Einspielergebnis. Der liegt beim Einspielergebnis weltweit ja, bei fast 900 Millionen US-Dollar. Und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Die anderen lagen alle weit drunter. Ja. Also scheint auch vielen Leuten zu gefallen. Ja, vielleicht ist es halt manchmal so, wie bei Drei Tage in Quiberon. Das gefällt halt nicht allen. Und dann muss man auch den Leuten, denen es gefällt. Ja, ist okay. Ja. Der Thomas hat noch was geschrieben zu Shape of Water. Hey, ja, hat er jetzt auch geguckt. Die Laufzeit ist für den Film zu lang. Hat gute Charaktere. Vor allem Zelda. Zelda? Hieß die Zelda? Zelda? Ja. Okay. Hieß die Zelda? Das fällt mir jetzt gerade auf, wo ich das geschrieben habe. Ich weiß nicht, was mit Z geschrieben hat. Er hat es mit Z geschrieben. Ja, die wird mit ja. S geschrieben, oder? Ja. Ich glaube schon. Sticht, ob das wichtig ist. Sticht sehr heraus. Die Story ist bis zum letzten Drittel gut. Das Kostüm des Wesens wurde gut designt. 6 von 10 Punkten. Ach, apropos, ich habe bei der Oscarverleihung auf dem Red Carpet, hat man ja den Typ gesehen, der das Wesen gespielt hat. Ja. Und er kann sich, also er sieht ja wirklich schon fast so aus, also der braucht nicht viel Kostüm. Das ist der, kennst du den Film Pans Labyrinth? Ja. Da ist auch dieses Wesen am Tisch mit den Augen in den Händen. Okay. Ist der gleiche Schauspieler. Okay, also er sieht schon der so. Der macht immer solche komischen Rollen. So creepy aus und ganz dürrer und mit. Oh. So, ja. naja, gut. Er sieht ein bisschen krank aus, manchmal. Winchester Thomas auch geguckt. Er sagt, der Film ist gut gedreht, hat einen guten Setbau. Du weißt doch schon, dass es alles nur so ein bisschen im Studio war und die Außenaufnahmen waren Computer. Aber gut. Bietet aber in Sachen Horror zu wenig. 5 von 10 Punkte. Downsizing. Oh, jetzt war er oft im Kino, der Thomas. Downsizing hat er noch geguckt. Konzept des Films wurde interessant bearbeitet, hätte aber mehr Tiefe vertragen. Sehr gut wurden Vorteile und Nachteile des Ganzen gut eingefangen. Wäre aber auch mehr Tiefe des Ganzen richtig gewesen. An sich spricht der Film die Weisheit aus, dass das Reduzieren auch nicht das Gelbe vom Ei ist, aber auch hier vermisst man die Tiefe der Problematik. 6 von 10 Punkte. Mich hat eher gestört, dass es eigentlich gar nicht so sehr um das ganze Thema mit, was er jetzt herausgearbeitet hat, ging, sondern dass er dann so komisch geteilt war, der Film. Dass sie dann plötzlich in Norwegen waren und immer da und dort. Und mit dieser, ja, egal. Schon länger her. Ja, das war's mit den Kommentaren. Schreibt auch weiterhin eure Kommentare auf kilocast.net. Und mal schauen, was uns dann so erwartet. Und natürlich auch eure Tipps an kate@kinocast.net, die Rätselauflösung. Ja, Chris, gibt's bei dir was Neues? Eishockeymäßig geht's ja jetzt richtig voran. Gibt's da neue Sendungen oder? Nee, neue Sendungen gibt's noch nicht. Ist eishockeymäßig, ja, es sind Playoffs. Und geilste Zeit des Jahres, definitiv. Wenn man noch nicht wirklich mit seit Olympia mit Eishockey angesteckt ist, dann jetzt unbedingt Fernseher einschalten. Also wo kann man Sport das sehen? Kommt jetzt Sport 1, auch okay. Alle zwei Tage. Ja, auf Sport 1 kommt alle zwei Tage im Free TV wirklich auch Eishockey jetzt und jetzt unbedingt anschauen. Also, kommt jetzt gerade auch. Ja, müsste gerade auch laufen, Berlin genau. Gegen Grizzlies Wolfsburg. Genau. Vielleicht dazu ganz kurz, weil es so aktuell ist. Wolfsburg ist eigentlich zuletzt immer irgendwie Halbfinale oder Finale gestanden und Berlin ist immer von Meistertitel gut. Also da geht es schon um was und es ist, ja, es ist eine sehr enge Liga inzwischen auch wieder mal und sehr, sehr spannend, wer es da am Ende wird. Man kann auch ganz arg viele von den Silbermedaillengewinnern da sehen und fast alle eigentlich, wenn man das nochmal anschauen möchte. Und wie gesagt, völlig egal, ob im Fernsehen oder vor Ort, also auch gerne in die DEL2 gehen, unbedingt in die Stadien gehen, sich unbedingt das anschauen. Es macht unglaublich Spaß. Es ist ein unglaublich toller Sport. Ja, das kann man mal so stehen lassen. Dann macht das mal alle und hört rein bei pausentee.net.
habe letztens wieder irgendwas, kam sogar beim Fußball irgendwann, hat jemand gesagt, ja, die gehen jetzt mal zum Pausentee oder so. Ja, ich finde das immer sehr nett, die machen sehr schön Werbung für uns. Ja, genau. Ich verklage jetzt bald einen. Und für alle, die live mithören, Köln führt 1-0 und damit ist HSV auf dem letzten Platz. Wuhu! Ja. Scheiße, HSV. Und ach, hey. Wir waren ja, wenn wir jetzt hier im allgemeinen Teil schon angekommen sind, wir waren ja vorhin beim Thema dumme Witze. Ich habe letztens einen dummen Witz gehört. Wie nennt man den Dopingtest beim BVB? Pisscheck. Cool. Ja. Oh, der ist echt schlecht. Na, er geht so, sag mal so. Gut, könntest du dich bitte bei allen Hörern jetzt kurz entschuldigen? Ja, ich entschuldige mich selbstverständlich bei allen Hörern. Aber nicht bei denen, die jetzt gelacht haben. Bei denen entschuldige ich mich, weil die fanden den gut. Ich stelle aber gerade fest, dass letzte Woche überhaupt niemand, oder es funktioniert irgendwas nicht, hat keiner die Amazon Affiliate Links genutzt. Ich weiß, woran das liegt. Die warten jetzt alle bis morgen, weil morgen startet die Amazon Osterwoche. Ach so, das kann natürlich sein. Ja. Yeah. Weil letzte 7 Tage hier, ich sehe hier gerade, ach nee, halt, es könnte hier, mal gucken. Aha, nochmal hier klicken. Amazon ist auch so ein seltsames. Nee, leider keine Bestellung in den letzten 7 Tagen hier. Zumindest nichts, was jetzt hier erfasst ist bei Amazon. Aber bitte nutzt die Amazon Affiliate. Ach nee, jetzt erscheint es doch. Hä, was ist denn hier los? War gerade irgendein Schluck auf hier bei der Amazon-Seite. Ach nee, hä? Hat es wirklich jemand bestellt? Heidelberger Spieleverlag? HSV Star Wars? Was soll das sein? Heidelberger Spieleverlag ist ach so. HSV. Ach so. Heidelberger Spieleverlag HSV. HSV Star Wars habe ich gerade gelesen als Tipp. Dachte ich, what? Völliges Entsetzen macht sich breit bei Erik. HSV Star Wars. Stadion ist der Todesstern. HSV. Also vielen Dank an den, der das bestellt hat. Was ist das? Eine Click and Grow Nachfüllpackung für einen Kräutergarten, irgendwas, irgendwelche Samen oder sowas. Wahrscheinlich baut da jemand ein bisschen Marihuana zu Hause an und will da ein bisschen düngen. Was ist das? Süßigkeiten, Wunderball, süß-sauer mit Kaugummikern. Und die Stadt und das Mädchen. Was ist das? Ist das eine CD? Ja, eine CD. Oder? Eine CD von Bernd Begemann. Die Stadt und das Mädchen featuring Kai Dorenkamp. Bernd Begemann, der ist ja bei der, wie heißen die, Couch, nee, Ohrensessel hießen sie mal, wie heißen sie jetzt? Der andere, auch so ein Filmpodcast, ja. Jo, dann vielen Dank an alle, die hier was bestellt haben über unsere Filialen. Sind ja doch welche gewesen, nach anfänglichen, irgendwie, weiß nicht, was da Amazon hatte. Also wenn ihr einen Kinocast unterstützen wollt, klickt einfach einen der Amazon-Links und bestellt dann irgendwas. Oder nutzt, ganz oben findet ihr den Punkt, danke für eure Unterstützung, diverse Möglichkeiten. Und ja, dann denke ich mal, wenn ihr nichts weiter habt. Achso, Thema Spenden noch. Vielen Dank an den Jürgen, der immer noch die Serverkosten für das erste halbe Jahr gesponsert hat. Dann sehen wir uns morgen in der Sneak Preview. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich höre die Begeisterung hier raus. Die ist quasi spürbar, dieses Knistern. Diese Vorfreude auf eine tolle Sneak Preview. Genau. Ja, sehen wir uns dann morgen und liebe Hörer, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Bis bald im Kinocast.